Der weiße Tod. Auf der Staumauer des Gigawaldsees. Das Ringelgebirge mit dem Ringelspitz, dem mit 3247 Metern über Meer höchsten Berg im Kanton St. Gallen, bietet eine beeindruckende Kulisse. Das Ringelgebirge zieht sich von der Staumauer bis ins Sardona-Gebiet, welches zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Der Postauto-Wendeplatz auf der Staumauer, 1337 Meter über Meer. Von hier zieht sich eine gigantische, knapp 1300 Meter hohe Felswand bis zur Orgelspitze, dem vordersten Teil des Ringelgebirges, hinauf. Die Orgelpfeifen mit ihren Einschnitten und Furchen ergeben eine einmalige Szenerie. Aber sie haben auch etwas Bedrohliches. Herabstürzendes Felsgestein würde in freiem Fall in den See krachen, was fatale Folgen haben könnte. Den Orgeln gegenüber liegt der Brändlisberg, umrahmt von einem Felsenband. Ein Blick von der Grasnarbe aus in die Tiefe ist eindrücklich. Meine Regieassistentin genießt die Aussicht auf die Panera-Alp. Der Klimawandel ist auch im Kalfeisental deutlich sichtbar.
Ganze Fichtenwälder leiden unter der Trockenheit. Erdverschiebungen im ganzen Tal. Die ersten Verlierer werden die Schneehasen und die Alpenschneehühner sein. Der alte Baumbestand ist zum Teil beschädigt durch Wildverbiss. Trotzdem sind die Bäume, zum Teil mit bizarren Formen, stark und bilden einen massiven Schutzwald. Das Rotwild wurde in diesen Gebieten über ein halbes Jahrhundert lang im Winter gefüttert. Wären die Wildtiere so große Schädlinge, wie die Forstwirtschaft behauptet, dann würde der Wald in Kalfeisen ganz anders aussehen. Schutzmaßnahmen in extrem gefährlichen Regionen sollten durch künstliche Verbauungen vorgenommen werden. Solche Verbauungen schützen direkt nach ihrer Fertigstellung und nicht erst nach 20 Jahren. Und sie können vom Wild nicht gefressen werden. Der Forstwirtschaft ist es bewusst, dass viele andere Faktoren zu Waldschäden führen. Außerdem hatten wir noch nie so viel Wald, obwohl der Mischwald fehlt. Das Rotwild gehört in die Gattung der Steppentiere und wurde von unserer Zivilisation in die Bergregionen gedrängt. Der König der Wälder hat es nicht leicht. Er wird bereits als Schädling abgestempelt.
hohe Schneemassen und gefährliche Lawinen Anfang März. Der Wasserstand des Sees senkt sich während des Winters. Dabei lagern sich große Eisplatten mit einer Dicke von bis zu 50 cm am Ufergelände ab, was für das Wild ein Auswandern unmöglich macht. Baumrinden und Geäst reichen nicht aus, um strenge alpine Winter zu überleben, was in St. Martin deutlich sichtbar wird. Dieser Hirsch in der Wildruhezone im Kalfeisental steht kurz vor dem Hungertod. So wie es aussieht, hat er keine Lust auf die Jungbäume, welche vor ihm stehen. Gemäß den Biologen braucht es nur Ruhe, um den Winter zu überstehen. Das Gerede von runterfahren oder der Magen passt sich an, Grünzeug kann im Winter tödlich sein, kann ich nicht nachvollziehen. Als ich in den Rheinauen den Hirschfährten folgte, konnte ich feststellen, dass die Hirsche das Efeu von den Bäumen äsen
und in den Feldern nach Saatgut, Rüben und Zuckerrüben graben. Wenn die Fettreserven aufgebraucht sind, steht der weiße Tod vor der Türe. Steinböcke sind alpine Tiere und ans Leben im Gebirge angepasst. Die Kämpfe um Rangordnungen werden übers Jahr ausgetragen, damit im Dezember, Januar während der Brunft keine Platzkämpfe, bei denen viel Substanz verloren geht, stattfinden müssen. Steinwild verhungert selten. Lawinen, Steinschlag und Krankheiten sind neben dem Menschen die größten Feinde. Mit deutlich sichtbaren Fettreserven im November geht es in den Winter. Gefährliche Grundlawinen bis Ende Mai sind um St. Martin jederzeit möglich. Im Frühling, wenn die Knospen sprießen, steigt das Steinwild bis in die Waldzonen hinunter, wo es wieder Energie auftankt.
St. Martin ist im Winter ein trauriges Loch. 2 Monate keine Sonne, rundum Lawinen und meterweise Schnee. Die Straße ist für den Verkehr und für Wanderer gesperrt bis Anfang Juni. Rothirsche sind Wandertiere, die während einer Zeitspanne von bis zu einer Woche oder mehr vom Sommereinstand in den Wintereinstand wechseln. Bei uns sind sie eingesperrt und können die natürlichen Voraussetzungen nicht ausleben. Nur Ruhezonen zu erstellen, ersetzt die natürlichen Voraussetzungen offensichtlich nicht, wenn, wie in Graubünden, in einem strengen Winter 3000 Hirsche und 2500 Rehe verhungert sind. In alpinen Gebieten sind Notfütterungen notwendig. Alles andere ist Tierquälerei. Was bei den verendeten Tieren besonders auffällt, ist der volle Pansen. Ein Hinweis darauf, dass die Tiere in ihrer Not noch alles zusammenfressen, was sie finden können, auch wenn es keinen Nährwert hat. Bei extremem Futtermangel über längere Zeit wird das Wild so schwach, dass dann weder Heu noch das frisch sprießende Gras das Überleben sichern können. Wildverbiss und ganze Haufen von Fäkalien deuten auf die Standorte der Hirsche rund um St. Martin hin. Bei Notfütterungen in den alpinen Zonen könnten bis zu 80% der Verbissschäden vermieden werden. Notfütterungen werden auch in alpinen Gebieten von den Wildbiologen und Jagdverwaltungen vehement abgelehnt. Nach der Devise, der Wildbestand kommt auch ohne sie aus. Wildtiere unterstehen aber dem Schutz der Tierschutzgesetzgebung, sodass auch deren Strafbestimmungen anwendbar sind. Man darf in Not geratene Tiere nicht einfach verhungern lassen. Es bedeutet für sie einen qualvollen Tod. Dass die Ämter auf ein Massensterben von über 6000 Wildtieren einfach mit einem Schulterzucken reagieren, kann in Zukunft nicht mehr akzeptiert werden. Das Rotwild gehört doch zu den Wiederkäuern,
wie Hauskühe, Schafe, Ziegen und Rehe. Also sind die Voraussetzungen dieselben. Das heißt, FDH, friss die Hälfte oder halt auch nur, friss einen Zwanzigstel. Das Nahrungsangebot macht am Schluss die Überlebensfähigkeit aus. Die Ruhezonen können das Endresultat, das die Tiere erwartet, nur verlängern. Durch die fast 100-jährigen Winterfütterungen sind die Tiere standorttreu geworden. Und von den Wanderungen von den Sommer- in die Wintereinstände sind nur noch ein paar wenige Höhenmeter geblieben. Anfang Juni hat sich ein kleines Hirschrudel im Restaurantareal Gigawaldsee für die Rückwanderung ins Kalfeisental gesammelt. Das frische Gras verzögert die Rückwanderung um ein paar Tage. Der neue, in Rot eingezeichnete Hirschpfad ist je nach Eis- und Schneelage nur von Mai bis Dezember begehbar. Die frischen Hirschfährten im Sand deuten darauf hin, dass das kleine Hirschrudel vom Gigawald in St. Martin angekommen ist. Auch Wildkorridore verschieben die Probleme nur auf die andere Talseite. Die Ruhezonen können das Endresultat, das die Tiere erwartet, nur in die Zukunft verschieben. In unseren alpinen Zonen sind artgerechte, natürliche Voraussetzungen schon längere Zeit nicht mehr gegeben. Wo das Rotwild noch bis in die Talsohlen auswandern kann,
In Maienfeld, Malanz, Jenins, Bad Ragaz, Grams sind Ruhezonen eine gute Lösung.